Budapester Musical- und Theaterproduktion. Ja, nachdem unsere erste Review, wie Michelle denkt, viel zu böse ausgefallen ist, ich finde das nicht, aber Michelle findet das, ist diese Review direkt von ihm in den Giftschrank gewandert. Ja, und wir machen es jetzt nochmal. Ja, so. Wir waren nämlich bei Die Schöne und das Biest. Von Disney. In der Originalversion vom Budapester Blasorchester. Ja, eigentlich ist es das Budapester Musical- und Operettentheater, aber ihr wisst ja, Fachjargon, Budapester Blasorchester. Weißt ihr wisst ja. So, fangen wir erstmal mit der Story an, obwohl ich glaube, Disney ist Die Schöne und das Biest muss man nicht groß erklären. Also, ein Prinz wird in ein Biest verwandelt und nur wenn es eine Frau schafft, dieses Biest zu lieben, dann wird es wieder zurückverwandelt, inklusive komplettem Interieur. Wie Interieur? Na, der Kerzenhalter, die Kaffeekanne und die Tic-Tac-Uhr. Die sind nämlich auch verwandelt. Und die Kommode. Alles verwandelte Gegenstände. Und nur wenn ein schönes Mädchen, in dem Fall vielleicht Belle, es schafft, dieses Biest zu lieben, wird dieser Fluch gebrochen und alle sind wieder Menschen. Ja. Für mich eines der schönsten Disney-Märchen überhaupt. Du hast es ja schon in der Originalversion gesehen. Ich habe in Stuttgart. Für mich ist die Budapester Blasorchester-Version meine Originalversion, weil ich kenne nichts anderes. Ja. Aber es ist nicht nur ein schönes Märchen. Deine Eltern sind zumindest noch ins Musical gegangen, meine Eltern. Ja, ich saß mit meiner Mutter im ersten Rang, Reihe 6. Ja, so, ich das saß, war das erste Musical. Ich saß zu Hause. Ja, hast nicht Musical geguckt. Deswegen haben wir es hier zusammen angeschaut. Nicht nur ein schönes Märchen, sondern auch richtig, richtig schöne Musik. Also diese klassische Disney-Märchenmusik ist für mich schön und das Biest. Ich bin total verkitscht seitdem. Also diese ganzen Lieder, die man natürlich irgendwie mal gehört hat, die sind jetzt bei mir so mega intus. Also das ist so schön. Und gerade dieses Lied, was dann auch Uwe Krüger damals sehr, 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 sehr schön und mit sehr 90er, viel Pathos ja. gesungen hat. Du meinst so Ende des ersten Aktes, so, ich weiß nicht, wie es heißt. Wie kein Schmerz kann so groß sein. Wie kann ich sie lieben, heißt es, glaube ich. Ja. Meinem Ernst, ist das nicht toll? Ja, vor allem bei der Tourproduktion jetzt von BB Promotion und dem Budapester Blasorchester. Deswegen heißt es BB Promotion BB wegen Budapester Blasorchester. Na egal. Okay, nein, jetzt hassen uns. Nein. Moment, was wollte ich sagen? 20 Mann oder 21 Mann großes Orchester auf einer Tour hat man nicht immer, brauchen sie aber für diesen ist Score. Ist ja auch günstiger und in Budapest. Wir müssen gleich gucken, dass dieses Video wieder im Giftschrank landet. Welches Aussagen darf ich denn dieses Video nicht... So, also super großes Orchester. Kommen wir jetzt... Nein, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu diesem Punkt kommen, den alle schon praktisch wollen. Erzähl mir, was ist los? Ja, also entweder gibt dieses Musical 5 Sterne oder 0 Sterne. Es gibt nichts dazwischen, wo ich es gerade gesehen habe. Ja, aber warum? Sag mir, warum? Warum ist so? Ja, wir kennen ja diese ewige Diskussion gerade bei uns mit diesen Menschen, die einen Akzent haben. Aber ich muss mich jetzt an der Stelle bei jedem entschuldigen, der bei einer Stage-Produktion mal von mir angeschuldigt wurde, einen Akzent zu haben. So. Da habe ich gemerkt, was richtig Akzent bedeutet. Ja, weil Budapester Blasorchester-Version ist leider mit ganz großer Akzent. Wer kommt auf Bühne und singt, unsere Stadt ist dein ruhiges Dörfchen. Also ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, aber er ist wirklich die ganze Zeit so. Am ganz schlimmsten war übrigens Gaston. Hast du bei letzte Lied gar nicht verstanden. Papa war auch ui, ui, ui. Biest war okay. Biest hat aber bei Sprechen war. Und aber ich fand das Biest vor der... Biest war vor... Aber diesen, ganz kurz, was wir meinen, es gibt diesen legendären Biest-Effekt, dass wenn dieses Biest am Schluss wieder zurückverwandelt, eventuell, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten und spoilern, die meisten, das war auch in Stuttgart immer so, haben dann gesagt, ach, als es Biest noch Biest war, sah es schöner aus. So. Naja, aber mal ganz im Ernst, hat auch an dem Schauspiel gelegen. Egal wie verschwitzt und durchgezockt jetzt Marc Seibert wäre, egal wie, der ich wird immer... nicht, dass Marc Seibert schon mal das Biest Nein, gespielt aber hat. Der wird immer noch gut aussehen. Das meine ich ja so, weißt du? Oder ob du Jan da reinmachst, der sieht auch danach noch gut aus. Egal wie aufgedunsen der durch das Make-up ist. Es gab aber auch tolle Darsteller. Ich fand Herr von Unruh war zum Beispiel super. Da hast du auch kaum Akzent gehört. Herr von Unruh war super. Lumière war auch lustig. Die Kaffeekanne. Ich weiß, welches Problem ich hatte. Ich habe es ihnen nicht abgenommen. Das war einfach das. Was war los? Dadurch, dass dieser Akzent da war und auch das Schauspiel eher etwas, ich würde sagen, handfest war. Ja, Papa hat ganz komisch gespielt. Papa hat, also der Vater ist, glaube ich, zweimal auf der Bühne absichtlich, weil es zum Stück gehört hat, hingeflogen.
Das war immer so ein bisschen Slapstick. Und es war manchmal war so eine Mischung aus Marionettentheater, Kindertheater, aber dann irgendwie doch wieder Musical. Also man wusste jetzt nicht so ganz genau, jeder hat irgendwie so seinen eigenen Stil gehabt, aber ist natürlich auch Budapester Musical- und Theaterproduktion. Nee, Operettenproduktion. Kommen aus Operette. Operette heißt... Darf ich kurz zwischenwerfen? Wie kurz sind wir davor, dass es wieder eine Giftschranke gibt? Nein, wir hören jetzt auf mit dieser Akzent. So, bei Operettenschauspielern oder bei Opernsängern ist es oft so, dass die halt gewohnt sind, dass sie vorne an der Bühnenkante geparkt werden, ihren Song singen und dann war's das. So. Und so hat es halt manchmal so nach dem Motto, ah, jetzt müssen sie halt auch noch schauspielern. Das Beast war, also es gab eine Szene bei diesem Lied, und, was du toll fandest. Ja, das diese ist kein Schmerz, kann aber so nicht groß bei sein. Ihm. Nicht bei doch, ihm. Doch, bei Beast. Achtung, Beast hat ganz komisch gespielt. Der hat dann irgendwie so ein, oh mein Gott, also wirklich so, oh, kein Schmerz kann so groß sein. Und dann wirklich so an der Wand entlang und oh mein Gott. Und wo ich mir dachte so, meine Güte, was ist das denn? Also es gab schöne Momente, gab auch weniger schöne Momente. Aber... Kommen wir wieder zu schönen Momente. Aber das ist für mich eins der wenigen Male, wo ich denke, das Musical ist so unglaublich schön. Ja. Und dann ist es auch so ein bisschen egal, wer da auf der Bühne steht. Die können ja alle ganz gut singen. Ja. Das war nicht das Problem. Gute Gesangsausbildung. War da. Ein bisschen wenig Sound vielleicht, aber viele Special Effects da. Also für mich... Mal für eine Tourproduktion, die haben sogar Feuer auf der Bühne gehabt, mehr. Und Luftschlangen. Die eine hat mich fast am Kopf getroffen, da war irgendwie die Rolle noch nicht ganz aufgewickelt. Und dann ist sie so runtergerollt. Das war. Ich würde vielleicht die Luftschlangen mehr in Richtung hochschießen. Die haben relativ lange gebraucht, um das extra so auf dich auszurichten, aber ja, leider nicht. Ja, die haben gesehen, ah, da sitzt da. Bam, 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 bam. Getroffen. Und dort. Es war wirklich. Also, es war schön. Das Bühnenbild war ein bisschen klapprig an mancher Stelle. Ich habe mir aufgeschrieben, shabby schick. Ja, aber und einmal, was sehr, sehr lustig ist, es gibt so eine Drehbühne und auf der einen Seite liegt die ganze Zeit so ein Bühnenarbeiter mit so einer Sturmmaske, wo man nur noch so die Augen sieht. Damit man ihn und, nicht sieht. Und ich würde sagen, ich habe da mal geschaut, wenn sich die Bühnenelemente bewegt haben, hat er sich auch bewegt. Ich glaube, er ist dafür zuständig, dass sich auf dieser Drehbühne die eigenen Bühnenelemente bewegen, was an manchen Punkten ein bisschen komisch aussieht. Ich glaube, da ist noch so ein kleiner Hamster und er füttert ihn immer und wenn der Hamster im Rad dreht, dann bewegt sich die ganze Drehbühne. Du meinst, in Budapest haben übrigens... Ja, Budapest der Hamster. Es ist sogar Tassilo, das Kind ist aus Budapest. Ja. Und das schlimmste Kind, was ich je auf einer Bühne gesehen habe, Punkt. Das, ich habe es ihm nicht abgenommen. So. War das auch das eine? Egal. Ich habe es ihm nicht abgenommen. Entschuldigung, es ist ein kleines Kind, so viel hat er auch er hat aber auch nicht es so gibt viel. So tolle Kinder, wir haben nur tolle Kinder bisher gesehen auf so Bühnen. Ja, Annie zum Beispiel, da waren tolle Kinder. Da hätten sie mal eins nehmen sollen. Hätten sie mal ein Annie-Kind gekidnappt. Und zum Schluss, das wollte ich mal, ich bin ein bisschen abgedruft. Getruft. Ja. Es ist so ein schönes, tolles Musical. Und für mich, wenn man es noch nie gesehen hat, vermisst man ja auch nicht diese Champagnerflaschen-Explosion. Oh oder Gott, so. Sei hier Gast. Wisst ihr noch, in Stuttgart damals, als dann diese zwei Tellertreppen kamen und die Champagnerflaschen haben... Übrigens, ja. Was ich auch vermisst habe, die Becherszene. Bei niemand trinkt wie Gaston. Und dann machen die alle mit den Bechern so. Da hatten sie halt Bänke, diese hoch und runter. Egal, was wolltest du sagen? Entschuldigung. Es ist so ein schönes Musical und ich würde es eben empfehlen, der es noch nicht gesehen hat, da mal reinzugehen, weil diese Lieder, okay, wenn man es ja auch nicht hundertprozentig versteht, aber zumindest man kann ein bisschen mehr Emotionen in die CD reinlegen, wenn man es dann zu Hause anhört. Für mich ist es so schön zum Anschauen, aber doch handwerklich so ein bisschen, ich würde sagen, ostdeutsch-rustikal. Ja. Das ist wie also wenn, nicht ostdeutsch, so ostblock-rustikal, sorry, so ostblock-rustikal. Das ist wie wenn die manchmal im bayerischen Rundfunk irgendwie so alte Sachen irgendwie siehst, weißt du, so diese ganzen Ostblock-Märchen, weißt du noch? Ja, aber, so es, aber das hat doch rüber. Auch, Charme hat es auf jeden Fall für einen oder anderen mehr oder so. Für mich 6 von 10 Punkten. Ich würde es mir wieder anschauen, aber würde vielleicht das nächste Mal hoffen, dass sie ein bisschen so einen Linguistikkurs gemacht haben. Das wobei man sagen muss, also ich habe schon ein paar Promo-Aufnahmen, also es gibt ja so ein paar Aufnahmen im Internet und so, wo die dann singt, sei hier Gast, meine Seele sei gefasst. So ganz schlimm ist nicht mehr. Also Kaffeegarner hat ganz gut dazugelernt, allerdings Gaston ging leider gar nicht. Tut mir leid. Wahrscheinlich ist es. Ich habe auch gemerkt, mal so einer wie so, ja, ein, so ein Alter von den Chippendales. Na, ich meine, manche sind vielleicht ein bisschen neuer, manche sind vielleicht ein bisschen älter. Ja. Deswegen. Aber wie fandest du es denn? Ja, ich fand gut. Hat mir gut gefallen. Nicht, dass wir es in den Giftschrank, du weißt. Nein, ist jetzt Comedy. So. nein, also ich fand es insgesamt sehr schön. Mit Stuttgart allerdings nicht zu vergleichen. Klar, natürlich, Entschuldigung. In Stuttgart kommt ein ganzes Schloss von hinten reingefahren. Das ist eine Ostsee-Produktion in Stuttgart. Ja, also, ja, da war halt ein bisschen mehr Glamour, mehr Disney und mehr so, ich gebe dem Ganzen
6 von 10 Punkten. Wir sind uns wieder einig, es geht ja, in letzter Zeit. Wobei eine sehr gute 6. Also eventuell, ich gebe 6,5 von 10. Das geht nicht. Geht es nicht? Ich gebe eine sehr gute 6. Ich habe allerdings der Döpke-Version damals auch ursprünglich 5. Also es gibt ja noch so eine andere schöne und dispiese Version, verlinken wir jetzt. die nichts mit Disney zu tun hat. Von Döpke. Der habe ich 5 gegeben, habe dann aber gesagt, Mitleid mit den Darstellern. Ich gebe 6 von 10 Punkten. Deswegen, ich würde da... Korrigierst du das jetzt? Nein, ich gebe den Döpke eine schlechte 6, dem von Disney eine gute 6. What? Mama, ganz im Ernst, die Musik ist zum Wegwerfen, dieses Ding. Ja das gut, dann so Döpke grausam. Wieder die 5, tut mir leid, okay, gut. Wurde gerade offiziell von der Seite hier abgesegnet, deswegen Disney. Die Jury hat an dieser Stelle Döpke gesagt, 5, Disney 6. Gut. Aber es war schön. Ja, und Farbe allem, und bunt. Ich bin mit diesem wohlig warmen Gefühl, dass es einfach schön war, ins Auto gestiegen. Ja, das war die Sitzheizung. Danke.